Nur noch mal ganz kurz zur Klärung. Herr Oberbürgermeister Sennig, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie die Alternative so deutlich gemacht haben. Wir haben einerseits die Möglichkeit, einen alternativen Standort zu benennen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, hier jetzt heute unseren Beschluss vom Juni zu revidieren und zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Option auf dem Tisch, die ist mit allen Wassern gewaschen, die ist sogar mit dem Künstler abgesprochen und die entspricht absolut zu 100% der Intention des Kunstwerks, das ist der Königsplatz. Da können wir nach unserem Antrag heute entscheiden und meine Damen und Herren, die Gespräche, die ich in den letzten Wochen und Monaten führe an den Infotischen auf der Königstraße, führen mich dahin, dass das die richtige Entscheidung ist. Nur so by the way, ganz viele Menschen in Kassel verbinden den Obelisken auf dem Königsplatz mit genau diesem Symbol. Deshalb wäre mein Anliegen, dass wir heute hier diese Option, den Königsplatz tatsächlich nochmal in den Blick zu nehmen, den Obelisken dort zu belassen, wo er jetzt steht, damit aufzuwerten. Für mich ist jede Versetzung, egal wohin, eine Abwertung des Kunstwerks. Das möchte ich bedacht haben bei der Sache. Und diese Option haben wir heute. Und deshalb würde ich den Geschäftsordnungsantrag stellen, dass unser Antrag als erstes abgestimmt wird, weil diese Möglichkeit haben wir nur dann nur wenn das nicht gelingt, wenn es uns hier in diesem Haus nicht gelingt, den Königsplatz im Gegensatz zu der Juni-Entscheidung herbeizuführen als Standort, dann müssen wir uns tatsächlich mit Herrn Blutte und Herrn Weig die Frage stellen, wie verhindern wir denn, dass der Obelisk gar nicht nach Kassel kommt. Deshalb mein Appell, wir haben die Möglichkeit des Königsplatzes als Standort, nutzen wir sie. Ihr Antrag wird ohnehin als